Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 26. November 2020. Mein Name ist Norbert Gieso. Oh, das wollten wir noch nicht. Ja, heute möchte ich gerne den Weg skizzieren bis zum Montag, also bis zum Vollmond. Ich habe ihn teilweise auch schon besprochen in der Monatsübersicht für Dezember 2020, die ich vor ein paar Tagen aufgenommen habe, aber jetzt noch mal ein bisschen mehr im Detail. Interessant ist der Aspekt heute, das Trigon der Sonne zum Chiron, die Sonne im fünften Grad des Schützen, Chiron hier im sechsten Grad des Widders. Beide vereinen ihre Kräfte, beziehungsweise das Trigon verbindet ja in der Regel Planeten oder wichtige Punkte, die im Zeichen des gleichen Elementes stehen. Und von da ist es ein harmonischer Aspekt. Sonne Chiron kann aber trotz des harmonischen Aspekts uns auf die Dinge in uns und in unserer Welt aufmerksam machen, wo es nicht rund läuft, wo es nicht rhythmisch läuft, wo es nicht heil ist, sodass wir die Möglichkeit haben, auf eine relativ gute Art und Weise durch eigene Aktivität oder eben auch durch eigene innere Aktivität, also rechte Erkenntnis, hier für mehr Heilung, hier für mehr Ganzheitlichkeit zu sorgen. Also dieser Aspekt ist heute Abend um 22:52 Uhr exakt. Der Mond läuft auch heute noch durchs Zeichen Widder und bringt dort seine ganze Energie mit ein. Es ist ja in diesen Zeiten Ende November unter der jetzigen Lage, in der wir sind, ja nicht einfach, diese Feuerenergien, gerade des Mondes im Widder, auch konstruktiv auszuleben. Nicht? Wir können ja weder ins Fitnessstudio noch sonst was machen. Draußen ist es dann auch oft nicht so schön. Also wohin mit dieser Energie? Ich kann nur empfehlen, dann vielleicht zu Hause Übungen zu machen, sich irgendwas vorzunehmen, wo wir unsere Kräfte sozusagen dran ausleben können oder so gut wie möglich auch rauszugehen, weil eben dieser Mond Widder eben so eine nach vorne drängende Energie ist. Und wenn wir der keinen Raum geben, dann richtet sie sich nach innen, kann autoaggressiv werden, kann dann in der Projektion, kann der Frust auf andere abgewälzt werden, was ja dann wieder negative Folgen für uns haben kann, etc. etc. Morgen früh um 4:43 Uhr schließlich wechselt der Mond ins Zeichen Stier. Das heißt, morgen wird das alles ein bisschen erdiger. Morgen macht auch Merkur hier ein schönes Sextil, schöner harmonischer Aspekt zum Pluto. Und Venus steht in Opposition zum Uranus. Das bedeutet ein erdigerer Tag morgen mit Mond im Stier. Auch eine Möglichkeit, gut über tiefliegende Dinge nachzudenken und zu kommunizieren. Aber mit Venus-Uranus kommt auch eine gewisse Unruhe mit rein. Das können wir vielleicht auch heute schon merken. So diesen Wunsch dann nach etwas Neuem, Ausbruch aus dem Alten, so ein gewisser Verdruss auch, der sich auch sehr gut in unseren Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften zeigen kann. Hier gilt es eben auch dann vielleicht ab und zu mal so ein bisschen Erneuerung einzubringen, wenn uns das möglich ist. Morgen am Freitag natürlich wieder die Aussichten zum Wochenende aus meiner Sicht. Ja, das hatte ich ja versprochen, kurzer Überblick zum Vollmond. Und zwar gehen wir so tageweise vor. Das kennen die Leute, die meine Monatsübersicht sehen schon. Hier sehen wir morgen am 27., also am Freitag, den Mond im Stier. Am Sonnabend dann auch den Mond weiterhin im Stier. Am Sonntag Mond im Stier. So, dann geht er aber in den Zwilling. Genau. Und hier sehen wir es schon. Am Montag dann, den 30., ist dann morgens um 10:30 Uhr. Steht der Mond im Zwilling der Sonne gegenüber. Das wäre dann dieses Horoskop. Mond nicht weit weg vom Mondknoten. Im Zwilling hat dieser Vollmond, der ja immer sozusagen der Höhepunkt des Sonne-Mond-Zyklus ist, es baut sich ja vom Neumond an, baut sich ja diese Spannung,
baut sich ja dann bis zum Vollmond auf. Man könnte sagen, beim Neumond kommen Sonne und Mond zusammen. Der Mond kriegt dann in diesem Moment bestimmte Informationen von der Sonne und dann löst er sich von der Sonne mit diesen neuen Informationen des neuen Sonne-Mond-Zyklus, bisschen personifiziert dargestellt. So durchläuft dann das zunehmende Halbquadrat, dann die Phase, in der wir jetzt sind, bis er dann eben die weiteste Entfernung von der Sonne hat. Beide stehen sich genau gegenüber. Und dann wird der Mond eben voll angeleuchtet und diese Information, dieser Saatgedanke, den der Mond beim Neumond übernommen hat, den bringt er dann in den Ausdruck. Das heißt, die eigentlich astrologisch wichtigere Phase ist immer der Neumond, aber die aufregendere, weil auch sichtbar, ist der Vollmond. Und beim Vollmond am Montag kann man dann eben die Energien des Mondes klar sehen und das geht beim Schützen Zwilling immer um Information und Kommunikation. Der Schütze sucht ja aus dem Wissen und der Information, versucht er ja so eine Art von Einsicht, von Erkenntnis, im besten Fall Selbsterkenntnis zu finden. Und diese Erkenntnis, diese Selbsterkenntnis, die setzt dann der Schütze als Feuerzeichen auch um, die bestimmt dann auch sein Leben. So, und der Mond im Zwilling sucht eben quasi wie so ein Sammler, wie so ein Eichhörnchen, sucht er Informationen zusammen. Und hier gilt es eben, diese vielen Informationen im Sinne von Erkenntnis und Einsicht zu bündeln. Und das kann sich natürlich gegenüberstehen, nicht, dass aus diesen vielen Informationen kein richtiges, echtes Wissen erwachsen mag. Oder eben auch, dass man sozusagen nur das Ergebnis, die Erkenntnis kommuniziert, ohne zu berichten, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Hier gilt es also wirklich mit offenen Karten zu spielen. Merkur hat ja zum Vollmond hier auch harmonische Aspekte zu Jupiter, Saturn. Also sozusagen mit offenen Karten zu spielen, die Dinge klar zu kommunizieren. Und zwar sowohl nach außen im Gespräch mit anderen, wie auch nach innen in der Kommunikation mit uns selbst, dass wir nicht uns selbst belügen oder täuschen, sondern dass wir uns ganz ehrlich mit den Fakten konfrontieren. Das ist ohnehin Mond-Zwilling ja der Punkt, dass der Mond ja in den Luftzeichen nicht so emotional ist und im Zwilling gilt erstmal die Faktenlage. Da werden die Fakten aufgezählt und dann, wenn die Fakten stehen, dann kommt im Grunde erst dann mit dem Mond im Krebs das Emotionale dazu, dass man sagt, okay, aufgrund dieser Faktenlage, das gefällt mir nicht. Und darum geht es bei diesem Vollmond, den ich jetzt von der Gesamtkonstellation im Verhältnis gesehen zu den letzten Wochen und Monaten jetzt nicht so dramatisch finde, also jetzt nicht negativ oder so finde, sondern hier geht es eben um einen klaren, ehrlichen Austausch. Und auch die Venus und Merkur machen hier harmonische Aspekte. Selbst Mars ist relativ friedlich, also von daher können wir auf diesen Vollmond relativ gelassen zusehen. Ich werde ihn natürlich morgen bei der Übersicht zum Wochenende nochmal aufgreifen, eventuell Montagmorgen nochmal, kurz bevor es soweit ist. Für heute wünsche ich uns allen erstmal einen schönen, harmonischen Donnerstag und sage Tschüss, bis morgen.